Ausgabetag auch im Bereich der 2-Euro-Münzen einmal anders. Normalerweise hätte uns die erste 2-Euro-Münze des deutschen Numismatikjahres schon im Januar zwischen die Finger kommen sollen. Pandemiebedingt war das leider nicht der Fall. Die Sammler sind das schon aus 2020 gewöhnt, dass man sich da in Geduld üben muss. Jetzt, Anfang Februar, ist es aber soweit und wir haben zumindest die Sammlersätze mit allen 5 Prägezeichen, sowohl in der Qualität Stempelglanz als auch in Spiegelglanz PP, endlich hier bei uns per MDM vorrätig. Im Unterschied zur einzelnen Ausgabe sieht man hier schon ganz gut und wir schauen es uns gleich nochmal beim Spiegelglanzfolder an, also im edlen Schuber-Design mit entsprechenden Informationen zur Münzausgabe. In dem Fall 2 Euro Sachsen-Anhalt, ein Münzmotiv von Michael Otto, den man schon von einigen deutschen Münzen auch kennt. Und man sieht das, wie einwandfrei die Prägequalität der einzelnen Münzen ist. Sind also nacheinander die 5 deutschen Prägezeichen und damit zweifelsfrei auch die Herkunftsorte der jeweiligen Münze in diesem Satz. Zu sehen ist also der Magdeburger Dom. Die Münze Sachsen-Anhalt läutet damit ganz klar das Finale ein der deutschen Bundesländerserie, die uns jetzt schon seit vielen Jahren begleitet und sich auch unheimlich hoher Beliebtheit erfreut. 2022 steht dann mit der Münze Thüringen die letzte Ausgabe an. 2021 der Start in das deutsche 2-Euro-Jahr. Aber erstmal mit Sachsen-Anhalt und dem Magdeburger Dom. Also wie üblich, geprägt in allen 5 deutschen Prägestätten. Berlin, Hamburg, Karlsruhe, Stuttgart und München mit dem D. Wer also sicher gehen möchte, wenngleich die einzelnen Stempelglanzausgaben, wie auch im Vorjahr, irgendwann nachgeholt werden, wer sicher gehen möchte, seine Ausgabe nicht zu verpassen, ist auf jeden Fall mit diesen Sets, so offiziell herausgegeben vom Bund und Münze Deutschland, auf der sicheren Seite.